Hey, es ist René, ich begrüße dich zu diesem Video und heute starten wir eine neue MetaTrader 4 Programmierreihe und ich habe in der letzten Zeit ein, zwei Mal gefragt, was ihr euch so wünscht und habe mir folgende Punkte notiert. Das heißt, in dieser Reihe möchte ich einen Trailing Stop zeigen. Ich möchte zeigen, wie man die maximalen Verlusttrades pro Tag begrenzt, beziehungsweise auch zeigen, wie man die maximalen Gewinntrades am Tag deckelt. Das ist ja im Endeffekt einfach umzuschreiben dann auf Gewinntrades und zu guter Letzt möchte ich zeigen, weil das Grundkonzept von dem EA soll sein, dass Trades immer dann eröffnet werden, wenn eine bestimmte Spanne pro Minute zurückgelegt wird. Oder man kann das Ganze natürlich auch pro Stunde machen oder in irgendeinem anderen Zeitintervall. Also starten wir direkt rein. Ich muss hier, denke ich mal, am Anfang nicht viele MetaTrader zeigen, sondern ich kann direkt starten mit dem Erstellen von einem neuen EA. Das heißt, das machst du wie immer hier im Meta-Editor. Falls du den noch nicht geöffnet hast, dann kannst du ihn hier im MetaTrader oben links bei MetaQuotes Language Editor öffnen. Klickst dann hier drauf und kannst dann hier oben links auf New gehen, um ein neues Programm zu erstellen. Können wir zum Beispiel Volatrader nennen oder so, weil wir handeln, wenn die Volatilität ansteigt bzw. eine ziemlich große Bewegung da war. Also kannst du den natürlich nennen, wie du möchtest. Dann klickst du hier ein paar Mal auf Weiter und auf Fertigstellen und schon hast du den fertigen Expert Advisor. So, ich schließe auch mal das andere hier. Das war ein EA, wo ich einfach nur die Kommentare reingeschrieben habe. Der ist aber für uns nicht relevant. Und mach mal die Infos hier oben hin, was wir jetzt machen wollen. Mit diesen zwei Slashes kannst du immer eine Zeile auskommentieren, sodass diese Zeile im Programmcode nicht berücksichtigt wird. Wenn du hier oben auf Kompilieren drückst, dann machst du aus der Rohdatei ein fertiges, ausführbares Programm und dann taucht es auch hier im MetaTrader im Navigator unter Expert Advisors auf. Du siehst jetzt hier Volatrader und ich könnte das aktivieren. Das Programm macht natürlich nichts, aber wenn ich das aktiviere, dann siehst du hier oben rechts, ist es auf dem Chart aktiv. Zuallererst wollen wir jetzt mal hier das Copyright anpassen. Da können wir zum Beispiel Copyright 2019, René. Schreib am besten bei dir auch René rein, dann gehört das Programm mir. Nein, Spaß. Kannst da reinschreiben, was du willst, kannst da deinen Namen reinschreiben, kannst du auch ganz laut rauslöschen. Hier kannst du zum Beispiel deine Webseite eintragen, wenn du eine Webseite hast. Hier kann man die Version anpassen. Ich kann hier zum Beispiel 1,1 schreiben, ich glaube. Man hier auch eine Textversion nehmen kann. Ah ne, kann man nicht. Beziehungsweise es ist dann nicht kompatibel mit dem Market. Okay, aber so könnte ich hier die Version wählen. Das heißt, ich könnte die Version zum Beispiel 1,0a nennen oder so. Na, will er auch nicht. Ich glaube, er will hier einfach nur Zahlen haben. Genau, die Version, du siehst es hier, die Version des Copyright und so weiter. Es wird einfach hier angezeigt und unter dem Copyright ist der Link hinterlegt für diese wunderschöne Webseite, auf die du auf jeden Fall auch mal draufschauen solltest. Genau, ansonsten, wenn das soweit fertig ist, das sind hier oben die Properties, die haben aber keine Auswirkung auf den Programmcode, dann siehst du hier noch ein paar Kommentare und wenn man die alle rauslöscht, weil die ja wie gesagt irrelevant sind für die Funktion von dem EA, bleiben noch die drei Standardfunktionen. OnInit, OnDeInit und OnTick. Die habe ich schon häufig erklärt. Falls du nicht weißt, was diese Funktionen machen, dann schau dir die anderen Tutorials an auf diesem Kanal. Du findest sie alle unter den Playlisten auf dem WM-Trading-Kanal. Die OnInit-Funktion, ganz kurz nochmal, die wird einmal aktiviert, wenn der EA gestartet oder initialisiert wird. Die OnDeInit-Funktion wird einmal aktiviert, wenn der EA deaktiviert wird. Und die OnTick-Funktion wird bei jedem einzelnen Tick, das heißt bei jeder Preisbewegung aktiviert. Okay, jetzt aber genug der Einleitung. Starten wir mal hier rein mit unserer Programmlogik. Das heißt, der erste Punkt, den wir bearbeiten wollen, ist natürlich hier der Punkt, bestimmte Spanne zurückgelegt pro Minute. Und da will ich jetzt als erstes mal eine relativ einfache Möglichkeit zeigen, wie man das machen kann. Das Einfachste ist natürlich, das Ganze über die Kerzen zu steuern. Das heißt, du siehst ja hier eine Kerze. Und wenn man jetzt zum Beispiel in den Minutenchart geht, dann ist diese Kerze natürlich
zeitlich gesehen eine Minute lang oder sie wird über eine Minute ausgebildet. Das heißt, wir können einfach hergehen und das Hoch und das Tief von einer Kerze vergleichen, beziehungsweise das Tief von dem Hoch abziehen. Und dann haben wir relativ schnell hier Größe dieser Kerze. Und das können wir ganz einfach machen, indem wir zum Beispiel einfach hergehen und sagen, wir berechnen uns oder wir lassen uns hier das Hoch geben dieser Kerze. Das bekommen wir über eine Funktion, die heißt iHigh. Am besten ist es, wenn wir die Zeiteinheit auch einstellbar machen. Das heißt, das kannst du so machen, indem du eine Input-Variable erstellst, was Variablen und Input-Variablen sind, habe ich auch schon häufig in anderen Tutorials erklärt. Das heißt, hier werde ich jetzt eher darauf eingehen, wie man diese drei angesprochenen Punkte hier umsetzt und nicht mehr auf die absoluten Basics. Das heißt, wenn du die absoluten Basics nochmal benötigst, dann schau dir die anderen Tutorials an, wie gesagt, in den Playlists zu finden. Oder gucke auf dieser wunderschönen Webseite, da findest du oben unter Ausbildung einen Komplettkurs, den ich dir wärmstens empfehlen kann, falls du es ernst meinst mit dem Handeln und auch mit dem automatisierten Handel, weil da lernst du alles, was du brauchst, um deine Strategien zu automatisieren. Also wir berechnen hier auf dem angegebenen Timeframe das Hoch und das Tief der letzten Kerze, also iHigh und iLow. Und genau, und jetzt müssen wir einfach nur noch Kerze bestimmen, indem wir das High minus das Low rechnen. Also relativ einfach. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel in einem Kommentar mal die Größe ausgebe, dann werden wir jetzt hier sehen, dass das immer die Größe der letzten Kerze bei dem Index 1 durch diese 1 hier symbolisiert ausgibt. Und genau, hier sehen wir jetzt, die Größe ist 0,00014, also ungefähr anderthalb Pips, und wenn ich jetzt hier von oben bis unten mal durchgehe, sind das 15 Punkte oder 1,5 Pips. Genau. Das heißt, es passt soweit. Ich werde es hier noch runden, damit es ein bisschen schöner aussieht, indem ich das auf die korrekte Nachkommastellenanzahl runde. Und dann sieht man jetzt hier, das sieht ein bisschen besser aus. So, genau. Also diese 0,00014 und nicht 0,00015, das ist eine Rundungsdifferenz. Das ist aber nicht weiter tragisch, weil uns geht es ja um diese exakte Zahl, die hier gespeichert ist. Und jetzt können wir hier noch einen Eingabeparameter machen, wo wir zum Beispiel sagen, Minimumpunkte oder so sollen 30 sein. Und wenn wir das so machen, dann können wir jetzt einfach prüfen, ob die Size größer ist, oder die Anzahl der Size-Punkte größer ist als die Minimum-Anzahl der Punkte. Und falls das der Fall ist, wollen wir irgendwie eine Textausgabe machen mit erfüllt oder so. Erfüllt. So. Genau, das war es eigentlich schon. So einfach könnte man das jetzt bestimmen. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und das Ganze mal im Tester laufen lasse, dann werden wir jetzt sehen, dass er das schon korrekt anzeigt. Wir werden gleich noch eine Optimierung in diesem Video machen, damit der EA zum einen schneller arbeitet und zum zweiten nicht ständig diese Textausgabe macht. Aber wir werden jetzt hier sehen, er schreibt relativ oft jetzt erfüllt. So, wenn wir mal schauen, das letzte Mal jetzt bei 4.21 Uhr. Bei diesen großen Kerzen wird es wahrscheinlich der Fall sein. Das heißt, hier war das letzte Mal scheinbar die Kerze da, die größer war als 30. Müsste 30 gewesen sein, genau in Einstellungen als 30. Und man sieht jetzt auch rein optisch, nachdem kam keine größere Kerze mehr. Was jetzt allerdings noch der Fall ist, was ich gerade schon gesagt hatte, er schreibt natürlich bei jedem einzelnen Tick erfüllt, weil wir das in die On-Tick geschrieben haben. Es gibt einen kleinen Trick, wie man das verhindern kann. Hatte ich auch alles schon mal in einem Video gezeigt. Auf YouTube. Macht man über eine statische Variable, oder so mache ich es in der Regel, weil das für mich am übersichtlichsten ist. Und die kann ich zum Beispiel Timestamp, also Zeitstempel nennen. Und dann nehme ich noch den, dann berechne ich mir hier den Zeitstempel der aktuellen Kerze und prüfe einfach, ob der Timestamp
anders ist als der Zeitstempel dieser Kerze. Und wenn das der Fall ist, dann will ich das Ganze hier machen und dann die Timestamp-Variable auch updaten, sodass sie halt auf den Wert von Time gesetzt wird. Genau, den Kommentar muss ich dann natürlich auch hochrutschen, weil er die Size-Variable hier unten nicht erkennt. Genau, wenn ich das so gemacht habe, dann kann ich das Ganze kompilieren und das Ganze nochmal starten. Und dann wirst du sehen, dass er diese Textausgaben jetzt noch ein einziges Mal macht. Pro Kerze, die die entsprechende Größe erreicht hat. Ich kann das mal ein bisschen beschleunigen. Du siehst jetzt hier, genau, ich schreibe das jetzt ziemlich schön dahin. Um 0.07 Uhr hat er das identifiziert. Das heißt, die Kerze um 0.06 Uhr wäre die relevante Kerze. Und auch hier das letzte Mal um 4.21 Uhr. Das heißt, wenn ich jetzt wieder schaue, 4.21 Uhr ist hier diese große Kerze hier, dann müsste das die letzte Kerze gewesen sein, die jetzt so groß gewesen ist. So. Beziehungsweise genau diese Kerze um 4.20 Uhr. Also diese Kerze ist jetzt ja die relevante große Kerze, weil um 21 ist die Textausgabe gekommen. Wir prüfen das immer. Das heißt, soweit so gut. Wir können das Ganze jetzt natürlich auch beliebig weiterführen. Wenn ich das jetzt hier mal wieder ein bisschen beschleunige, dann sehen wir hier, dass weitere Textausgaben kommen und das Programm funktioniert bisher ganz schön. Das heißt, in diesem Teil haben wir jetzt schon gelernt, wie wir es sehr, sehr einfach schaffen, mit verschiedenen, mit einer Überprüfung im Endeffekt, oh, hier ist die Überprüfung, zu prüfen, ob das Hoch minus das Tief der letzten Kerze größer ist als eine bestimmte Größe. Wir haben das Ganze hier in Punkte umgerechnet. Das ist meiner Meinung nach immer übersichtlich. Und so kann man es auch für jeden Markt benutzen. Also egal, ob das jetzt Euro, US-Dollar oder der DAX ist. Genau, soweit so gut. Das heißt, das haben wir geschafft. Im nächsten Teil schauen wir uns dann mal an, wie wir daraufhin jetzt handeln können. Und vor allem schauen wir uns dann später auch noch diese anderen beiden Punkte an, die ich ja versprochen hatte, zu bearbeiten. Ansonsten für diesen Teil würde ich jetzt Schluss machen. Ich hatte es schon angesprochen. Du kannst auf der Webseite auch den kompletten Kurs finden. Ich zeige das nochmal einmal kurz, bevor ich den Bullet Trader aktiviert. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf jeden Fall auf diese Website hier, www.bmtrading.de, und auf der Seite wirst du dann oben den Punkt Ausbildung finden. Wenn du da draufklickst, dann findest du die Webseite, wo nochmal erklärt wird von diesem schönen Gesicht hier, was du in dem Kurs alles findest und wenn dieser Kurs für dich geeignet ist. Schau dir insbesondere auch dieses Video hier an, alle Inhalte im Überblick. Dort siehst du ganz genau, was du bekommst, sodass du nicht irgendwie negativ überrascht bist oder so, weil irgendwas nicht angesprochen wurde. Insgesamt umfasst der Kurs eigentlich jeden Bereich in der MetaTrader-Programmierung, sodass du auf dieser Basis dann jeden deiner Expert Advisor umsetzen kannst. Ganz wichtig, das muss ich auch immer nochmal dazu sagen, weil manche Leute das nicht wirklich im Kopf haben. Der Kurs ist natürlich kein Voodoo-Zauber oder so, das heißt, du bist danach nicht sofort der weltbeste Programmierer, sondern du wirst alles gezeigt bekommen, du kannst alles vernünftig durcharbeiten, du kannst dir alles beibringen mit diesem Kurs, aber du musst es dir eben auch anschauen, und wenn du ihn nur ein einziges Mal durchschaust, ohne die Sachen mitzuprogrammieren und ohne wirklich weiter damit zu arbeiten, dann kannst du es auch gleich bleiben lassen. Das heißt, du musst wirklich ein bisschen Zeit reinstecken und du wirst jetzt nicht innerhalb von einer Woche zum weltbesten Programmierer werden. Aber für diejenigen, die das Ganze durchziehen, kann ich nur sagen, lohnt es sich, denn die sind in der Lage, eigene Expertweise zu programmieren, zu testen, weiterzuentwickeln, und damit haben sie halt die beste Chance, profitable Strategien auch zu entwickeln. Also, genug Werbung an der Stelle. Wie gesagt, check den Kurs auf jeden Fall ab, falls es für dich interessant ist. Ansonsten schau auch hier beim nächsten Teil wieder rein. Ich sehe dich dann. Bis dahin, ciao, ciao.